Fast 800.000 Flüchtlinge werden wahrscheinlich in diesem Jahr nach Deutschland kommen. Sehen Sie hier Ihre Zukunft? Wollen Sie dazugehören und sich integrieren? Oder werden Sie in Parallelwelten abtauchen? Ich habe die Befürchtung, dass man dieselben Fehler macht, wo man sich die Gastarbeiter in den 50ern und 60ern geholt hat und dann sich die Parallelwelten geschaffen hat, dass das jetzt eben auch passiert. Männer und Frauen sind gleichberechtigt, sagt das Grundgesetz. Manche Einwanderer sehen das anders. Die Frau muss ihrem Mann gehorchen, ist das so? Ist so. Ja. Weil die Frau nur ihm gehört und niemand anders sollte auch Kopftuch tragen und sollte sich auch nicht schminken und so weiter. Juristen warnen vor der Paralleljustiz sogenannter Friedensrichter. In Deutschland gilt deutsches Recht und nichts anderes, und zwar für alle, auch für Migranten, für Zuwanderer, für Flüchtlinge. Die Werte der offenen Gesellschaft müssen verteidigt werden, fordern viele. Keine Freiheit den Feinden der Freiheit und keine Demokratie den Feinden der Demokratie. Brauchen wir ein Einwanderungsgesetz wie Kanada? Wie tolerant muss Deutschland sein? Neu-Ulm. Ich bin auf dem Weg in die Grundschule Stadtmitte. Schüler hatten die Ermordung der Karikaturisten der Pariser Zeitung Charlie Hebdo gerechtfertigt. Begründung: Die hätten ja den Propheten beleidigt. Die Direktorin war entsetzt über die Reaktion der Schüler und wandte sich an Eltern, Polizei und Öffentlichkeit. Es fielen dann die Äußerungen: Christen muss man töten? Juden stehen auf der Stufe von Schweinen. Und wenn sie ein Kreuz malen oder anschauen würden, dann würden sie ihre Islamkraft verlieren. Das kann man nicht einfach so stehen lassen, solche Aussagen. Nicht von Kindern, die ja dann irgendwann auch Erwachsene werden. Die Direktorin stieß eine bundesweite Diskussion an und merkte, ihre Schule ist kein Einzelfall. Ich habe viele Rückmeldungen bekommen aus ganz Deutschland. Und viele haben mir zurückgemeldet, dass es an ihren Schulen genauso dieses Thema gibt, aber sie sich nicht trauen, das öffentlich zu machen. Sind wir an vielen Punkten zu tolerant? Ich für mich persönlich finde uns oft zu tolerant. Ich glaube, wir müssten da einfach auch mal einen sauberen Schnitt ziehen und sagen, bis zu dem Punkt sind wir tolerant, aber was darüber hinausgeht, geht einfach nicht. Und das akzeptieren wir nicht in Deutschland. Die Lehrer versuchen, ihren Schülern die Grundrechte nahezubringen. In dieser Klasse wurde ein Film über einen sogenannten Ehrenmord an einer jungen Frau besprochen. Die Schüler sind fast alle in Deutschland geboren, haben den deutschen Pass und doch zeigten einige Verständnis für den Täter, nicht für das Opfer. Ich habe auch eine Schwester, die ist 16 und ich tick selber aus, wenn sie mit einem Kumpel oder so rausgeht. Wir leben hier in Deutschland, Mädchen dürfen hier tanzen, ausgehen und selber bestimmen, mit wem sie befreundet sind. Nein. Das ist schon nicht. Ach, das würdest du nicht erlauben. Nein. Aber du bist doch Deutscher. Du bist hier geboren, du hast einen deutschen Pass. Man muss die Ehre von der Schwester auch dabei halten. Aber deine Schwester hat dieselben Rechte wie du. Also wir haben doch ein Grundgesetz, Menschenskind. Ja, eigentlich ja schon, aber ich akzeptiere es nicht. Die Mitschüler hören interessiert zu. Nun melden sich auch andere zu Wort. Ich bin ja hier geboren, ja. Du bist Deutscher. Ja, genau. Ja. Und würdest du eine deutsche Frau heiraten, eine Christin zum Beispiel? Lena, Laura, Lisa? Heiraten. Freundin haben vielleicht schon, aber heiraten nicht. Bei uns ist es so, dass wir halt so eine Landsfrau haben müssen, also so eine Albanerin. Ich bin ja Albaner, muss auch eine Albanerin sein, auch eine Muslimin. Ja. Muss sie dir gehorchen? Ja, auf jeden Fall. So wie Bara schon gesagt hat, mit Frauen, mit Männern rumgeht oder vielleicht auch schläft, dann wird halt auch da vielleicht Gewalt eingesetzt. Im Grundgesetz steht, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Okay. Und aber das akzeptierst du aber nicht? Nein, akzeptiere ich nicht. Aber es ist unsere Verfassung. Also ist die Familie wichtiger als das Grundgesetz? Ja, eigentlich schon. Der Vater setzt halt immer die Gesetze zu Hause und wir müssen halt auf den gehorchen. Wenn die Lehrer mit den Eltern über solche Äußerungen der Kinder sprechen, werden sie manchmal beschimpft. Wenn ich jetzt solche Sachen auch gegenüber Eltern deutlich und laut sage, dann kommt ja immer wieder mal der Vorwurf, ah ja, sie sind ja ein Nazi.
Und manchmal glaube ich, dass wir uns aufgrund unserer geschichtlichen Vergangenheit dann wieder einen Schritt zurückbegeben und zu sagen, nee, wir sind ja keine Nazis mehr und deswegen sind wir sehr tolerant. Aber das ist der falsche Schritt in meinen Augen. Auch manche Koranschulen verankern bestimmte Bilder in den Köpfen der Kinder. In dieser Koranschule in Bayern dürfen wir drehen. Wie fast überall in Deutschland entsendet DİTİB, die türkische Religionsbehörde, den Geistlichen. Der Imam untersteht der türkischen Regierung. Alle 4 Jahre kommt ein neuer. Er muss kein Deutsch sprechen können und ist häufig nicht vertraut mit den deutschen Lebensverhältnissen. Die Kinder lernen den Koran auf Arabisch auswendig, ohne diese Sprache zu verstehen. Diskutiert wird nicht, auch nicht über das Frauenbild in Deutschland. Ich lese es im Koran, die Frau muss ihrem Mann gehorchen. Ist das so? Ist so. Ja. Weil die Frau nur ihm gehört und niemand anders sollte auch Kopftuch tragen und sollte sich auch nicht schminken und so weiter. Wir begleiten den jungen Mann von der Koranschule nach Hause. Familie Aslan lebt seit 20 Jahren in Deutschland. Sie haben 5 Kinder. Der Vater führt selbstständig ein Blumengeschäft. Wären Sie einverstanden, dass Ihre Tochter einen jungen Mann aus der Klasse heiratet, der Felix heißt und katholisch ist und aus Lauingen kommt? Das ist mit dem Glauben passt das nichts. Weil das heißt, dass, wo die Wilma heiraten, das heißt, es muss diese islamische Glauben haben. Okay. Darf Ihre Tochter mit auf eine Klassenreise gehen? Wie ist das? Ich habe ihn nicht gelassen. Natürlich, ich verstehe, das ist ein bisschen ein Problem, aber ich bin Vater. Ich bin Vater und ich muss in die Sicherheit dran denken. Haben wir gehört, Beispiel, wo die 14-Jährige, 14 oder waren 13, die haben es so mitgenommen, da sind die wie viel schwanger geworden. Okay. Weil es gibt keine, die im Deutschland, es gibt keine, die Grenze. Gehorchst du deinem Bruder? Ja, klar, muss. In Deutschland sind Männer und Frauen gleichberechtigt. Da hat mein Bruder sich nicht einzumischen. Ja, der ist mein großer Bruder. Vor ihm soll ich auch Respekt haben und auch das machen, was er sagt. Wie viele Familien so denken, weiß niemand. Manche Mädchen brechen aus. Benazir, so nennen wir sie, will nicht erkannt werden, aus Angst vor ihrer Familie. Sie hat Unterschlupf bei einer Freundin gefunden. Benazirs Familie stammt aus Pakistan, lebt seit 30 Jahren in Deutschland, wollte aber wohl alte Traditionen durchsetzen. Sie wollten mich verheiraten mit meinem Cousin. Ich wäre nach Pakistan geflogen. Natürlich kommt da die Frage auf, man kann dich doch nicht gegen deinen Willen irgendwo hinschicken. Doch das geht sehr wohl. Dieser Druck in der Familie ist sehr, sehr stark. Und da existieren Parallelgesellschaften, die einfach eigene Gesetze haben. Also, ich hätte meinen Pass nicht mehr gehabt und auch nicht die Möglichkeit gehabt, wieder nach Deutschland einzureisen. Und dann wäre es mit mir vorbei gewesen. Wenn man nach dem Gesetz der Scharia geht, dürfte ich auch gesteinigt werden. Und deswegen habe ich mich entschlossen zu gehen. Sie hat Angst, dass die Familie sie entdeckt. Benazir will zur Anwältin Sayran Atesh. Die ist selbst Einwandererkind und hat schon vielen Frauen zu ihrem Recht verholfen. Unterhalten wir uns mal, dann schaue ich mal, wie ich Ihnen helfen kann. Gibt es eine Lösung für Benazir? Etwa eine neue Identität als Anna oder Nina? Das ist kein Problem, eine Namensänderung zu bekommen in Fällen wie in Ihrem Fall. Das würde gehen. In einigen Fällen rate ich dazu, dass Sie das Land verlassen, Deutschland verlassen, für eine Weile ins Ausland gehen, wenn die Möglichkeiten bestehen. Wie Benazir sind jährlich 3000 Mädchen von Zwangsheirat bedroht, schätzt das Bundesfamilienministerium. Die Dunkelziffer ist hoch. Das sind nun die Fälle, die es schaffen, von zu Hause auszubrechen oder auch in die Beratung zu kommen. Jetzt muss man sich überlegen, wie viele Frauen oder Männer trauen sich das nicht. In Deutschland haben wir dieses archaisch-patriarchale System in der Parallelwelt, in einer Parallelgesellschaft. Ein bestimmter Ausschnitt von Menschen mit dem Migrationshintergrund lebt nicht in der deutschen Gesellschaft, sondern lebt nach wie vor in einer Art Enklave. Sind wir dazu tolerant? Wenn aus dieser Parallelgesellschaft Intoleranz gegenüber unserer Verfassung besteht,
und mangelnde Akzeptanz, dann sage ich eben, keine Freiheit den Feinden der Freiheit. Und da dürfen wir nicht einfach wegschauen und sagen, lasst sie, das ist ihr Recht auf ihre eigene Kultur. Das geht nicht. Genauso denkt Irfan Pelivanoglu, Kind türkischer Einwanderer. Er und seine Kollegin sind auf dem Weg zum Einsatz. Der Hamburger Polizeibeamte ist wie viele seiner Landsleute in der deutschen Gesellschaft angekommen. Voraussetzung dafür? Die Leute müssen Deutsch lernen. Ja. Und wenn sie dann auf längere Sicht eben hier leben wollen, dann müssen sie sich eben auch einführen in dieses System und mit den Gesetzen und Regeln, die es hier gibt. Im Nahen Osten ist es vielleicht völlig normal, seine Frau eben mit Schlägen Maß zu regeln und die Dinge dann so durchzusetzen. Hier geht man zur Paartherapie. 2 bis 3 Mal am Tag wird er in eine Asylunterkunft gerufen, weil es Streit gibt, wegen Kleinigkeiten oder der Religion. Hier darfst du halt einen anderen nicht schlagen, nur weil der jetzt an Jesus glaubt und nicht an Mohammed. In dieser Unterkunft leben die Menschen eng gedrängt in Containern. Wir dürfen nicht hinein. Hier ging es handgreiflich zur Sache, die Polizei ermittelt. Es gab wohl Streit unter den Mitbewohnern. Jetzt versuchen sie zu klären, was genau passiert ist. Ja, und dann müssen wir einfach mal gucken. Der eine ist noch verletzt, wird ärztlich behandelt und den anderen nehmen wir mit. Hier prallt quasi die Welt aufeinander. Also nicht nur die unterschiedlichen Religionen, auch verfeindete Nationen. Der Syrer mit dem Iraker, mit dem türkischstämmigen Kurden. Und die tragen teilweise dann auch die regionalen Konflikte hier aus. Peli, wie ihn seine Kollegen nennen, ist in ein Dorf gezogen, wo auch Meyers und Müllers leben. Anfangs wurde er misstrauisch beäugt, wenn er mit seiner Frau bei Gemeindenachmittagen aufkreuzte oder durchs Dorf spazierte. Inzwischen gehört er dazu. Die ältere Tochter kommt bald in die Schule. Vorher haben wir in Hamburg gewohnt und da wäre es so gewesen, dass sie zur Schule gegangen wäre mit einem deutlich höheren Ausländeranteil, sprich mit Kindern, die eben auch kein Deutsch sprechen. Und das wäre für sie bestimmt ein Nachteil gewesen. Ich finde schon, dass jemand, der hierher kommt, der muss in erster Linie die Sprache lernen. Mhm. Weil wenn ich die Sprache von diesen Menschen nicht kann, dann kann ich mich mit denen auch nicht austauschen und auch nicht verstehen, wo ich hingekommen bin. Eine Umfrage ergab, 96,8% der Deutschen sind der Meinung, Deutsch sei, wer Deutsch spreche. Nur 37% meinten, ein Deutscher müsse auch deutsche Vorfahren haben. Wie steht es mit Deutschkursen in Asylunterkünften? Engagierte Ehrenamtliche kümmern sich um die Flüchtlinge. Darunter sind auch Handwerker mit Berufen, die in Deutschland händeringend gesucht werden. Viele leben schon lange in Deutschland, hatten aber nie Sprachunterricht. Sie können ein bisschen Deutsch offenbar. Ja, ich kann das. Ich habe gelernt von Kollegen und Arbeitskollegen. Von daher, ich habe noch nichts gelernt von Schule oder von Deutschkurs. Sie sind 2 Jahre hier. Ja, 2 Jahre. Nicht, ich kann Deutschkurs. Eine Woche ist so einmal. Zweimal. Ich kann den Deutschkurs 1 Stunde. Ich möchte Deutsch lernen. Wir sind jetzt 4 Monate hier. Wir hatten bisher keine Chance zu lernen und wir möchten doch lernen. Das ist eigentlich eine Forderung, Sprachkurs von Anfang an. Weil sonst geht es nicht mit Arbeit. Da braucht man die Sprache. Und gibt es denn da sowas wie eine Partnerschaft, dass man sagt, du bist Schuhmacher? Wir fragen jetzt hier mal im Umkreis, ob es einen Schuhmacher gibt, der dich mal unter seine Fittiche nimmt. Oder du bist Ingenieur. Wir versuchen, dich da mal zu vermitteln. Das versuchen wir alles. Und für alles braucht man die Agentur für Arbeit, auch für ein unentgeltliches Praktikum. Brauchen wir immer diese Genehmigung. Bürokratie statt Integration. Kaum Sprachkurse und Kontakt zu Deutschen. Nicht die einzigen Hürden, sagt Rosemarie Pelletier, seit 20 Jahren Leiterin der Unterkunft. Das Problem ist, dass nicht jeder sich integrieren möchte. Es gibt viele Leute, die nach wie vor ihr eigenes Leben leben. Das ist auch ein Problem. Inwiefern? Dass die an ihrem Fanatismus, auch was die Religion betrifft, festhalten und weniger schauen, wie es eigentlich in Deutschland vor sich geht. Wird Flüchtlingen nicht klar gemacht, welche Werte in Deutschland gelten? Ich bin auf dem Weg zu einem Opfer dieses Versäumnisses, zu einem doppelten Flüchtling. Erst floh der Syrer nach Deutschland, dann aus der Asylunterkunft in eine Kirchengemeinde. Ja. Wassim Sabach wurde dort drangsaliert, wo er Schutz suchte.
This guy was a radical Muslim. Dieser Mann war ein radikaler Muslim. Er sprach mich an, als er herausfand, dass ich Christ bin, und sagte, du bist ein schlechter Mensch. Warum hörst du nicht auf Gott? Warum befolgst du nicht die Gebote? Warum isst du Schweinefleisch? Und das war für mich sehr schwer und angsteinflößend. Denn ich dachte doch, ich bin hier in einem Land, wo die Menschen einander respektieren. Ich rief dann die Polizei, weil der Mann mich geschlagen hatte. Da sagte der, ha, ruf sie ruhig. Das sind doch nur Weiber. Wie erklären Sie sich, dass die anderen Christen im Asylbewerberheim nicht die Polizei riefen? Die meisten Christen, und ich kenne sehr viele, wollen keine Probleme haben. Sie haben Angst, wenn sie die Polizei rufen, bekommen sie ein Problem mit ihrem Asylverfahren. Das ist die Erfahrung, die sie in unserem Land gemacht haben. Wenn du die Polizei holst, hast du nur Probleme. Ein Einzelfall, maßlos übertrieben? Wir fahren nach München. Dort ist der Zentralrat orientalischer Christen. Bei Simon Jakob sitzen öfter verängstigte Flüchtlinge. Erstaunt tut mich das überhaupt nicht. Wir haben von mehreren Einzelfällen gehört, die an die Oberfläche kamen. Wir gehen allerdings davon aus, aufgrund der Konflikte in den Herkunftsregionen, dass es viel mehr Fälle gibt, aber die nie ans Tageslicht kommen. Sind wir da als Gesellschaft zu tolerant? Nicht zu tolerant, wir sind zu naiv. Toleranz hört da auf, wo mir gegenüber keine Toleranz entgegengebracht wird. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir neben den materiellen Bedürfnissen allen Flüchtlingen unseren Wertekanon näher bringen müssen und ihm klar machen müssen, wenn du hier bleiben möchtest, musst du unseren Wertekanon akzeptieren. Wenn nicht, solltest du vielleicht überlegen, ob du das Land verlässt. Hat die Politik eine Lösung? Viele bezweifeln das. 76% der Bürger meinen, die Parteien kümmern sich viel zu wenig um die Probleme, die durch Einwanderung entstehen. Ich bin auf dem Weg zur Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Aydan Özus. Also mir haben Asylbewerber erzählt, Christen, dass sie im Asylbewerberheim noch als Kuffar, als Ungläubige bezeichnet werden, dass die Familie drangsaliert wurde. Da werden Konflikte aus dem Heimatland sozusagen hier fortgesetzt. Können wir das dulden? Was sicherlich helfen kann, und das ist ja auch im Gespräch, aber ist natürlich auch mit Kosten verbunden, ist nochmal eine verstärkte Hilfeleistung durch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in den Einrichtungen. Das heißt, wir möchten ja schon mitbekommen, was teilweise zwischen den einzelnen Bewohnern passiert, gerade wenn möglicherweise auch untereinander Druck ausgeübt wird. Das ist nicht die Regel, aber es kommt vor. Da müssen wir natürlich genauer hinschauen. Müssten wir nicht auch genauer hinschauen, wenn die jüdische Gemeinde ihre Mitglieder davor warnt, in bestimmten Stadtteilen die Kippa, die Kopfbedeckung gläubiger Juden, zu tragen? Ich nehme mir in Neukölln ein Taxi zur Synagoge und frage nach. Mir hat einer gesagt, hier in Neukölln oder in Kreuzberg könne man nicht unbehelligt spazieren gehen, wenn man eine Kippa auf dem Kopf trägt. Da würde man ihn schon böse angucken sozusagen und ihn beschimpfen. Ja? Ja, weil hier auch sehr viele Muslime leben. Jetzt nicht direkt die Türken, sondern die Araber. So. Die haben mehr Probleme mit den Juden. Inzwischen hat man sich daran gewöhnt, dass vor Synagogen nicht geparkt werden darf. Poller beschränken den Zugang. Es gibt Kontrollen wie am Flughafen und Polizeibewachung rund um die Uhr. Ich will Rabbiner Daniel Alter treffen, der von Jugendlichen zusammengeschlagen wurde. Auch seine kleine Tochter wurde bedroht. Seitdem trägt er seine Kippa nicht mehr in der Öffentlichkeit. Neukölln ist ein ausgesprochen heißes Pflaster und ich würde niemandem empfehlen, sich in Neukölln als jüdisch identifizieren zu lassen. Was glauben Sie, ist in der Erziehung dieser jungen Leute, die Sie angegriffen haben, schiefgelaufen? Ich denke, dass wir in Bereichen wie demokratische Grundrechte, verfassungsmäßig garantierte Grundrechte, wie zum Beispiel Meinungsfreiheit, freie Ausübung der Religion, dass wir da fürchterlich intolerant sein können und sollen. Denn das sind unsere essentiellen Werte, das sind Kernwerte der demokratischen Zivilgesellschaft. Und hier haben wir
wenn wir es als Intoleranz bezeichnen wollen, alles Recht und alle Pflicht der Welt, diese Werte massiv und auch intolerant zu verteidigen. Wenn wir nicht stark für diese Werte auftreten, dann können wir auch nicht erwarten, dass sie angenommen werden. Treten wir wirklich nicht genug für die Verteidigung unserer Werte ein? Hassan Alouche ist Friedensrichter in der dritten Generation. Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit gibt es in Deutschland inzwischen eine Paralleljustiz. Wie in vielen arabischen Ländern und auch in der Türkei schlichten sogenannte Friedensrichter sogar schwere Straftaten ohne Polizei und Gericht. Der gebürtige Libanese ist kein Jurist. Er lebt von Hartz IV und sagt, er arbeite ehrenamtlich. Warum kommen Ihre Landsleute, wenn sie Probleme haben, zu Ihnen? Und warum gehen sie nicht zur deutschen Polizei? Die Leute kommen sie zu mir, weil die Leute wissen, ich gebe keine Ruhe, bis die Friede ist da. Für mich Hauptsache, ich stoppe das Problem, bevor der Mann und dieser Mann holt seine Familie, seine Freunde und gibt dann gemeinsam eine große Schlägerei. Und wir haben mit den zwei Familien gesprochen zu Hause, da und da, ja. Und am Ende sind sie einverstanden, um eine Friede einzuschließen. Bye, Hassan Ahmed, hallo. Wie geht's dir? In seinem Viertel Neukölln ist er bekannt. Er schlichtet Familienstreitigkeiten und Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Clans. Solange ich weiß, dass du in unserer Nähe bist, da fühle ich mich sehr sicher. Dankeschön. Alhamdulillah, dass es dich gibt. Wir fühlen uns gut, wenn du hier in der Nähe bist. Ich bin Tag und Nacht in der Nähe. Okay. Ja. Ich hatte ja bei Ihnen schon mal geholfen, meinem. Öfters. Wobei? Sehr öfters. Das kann ich nicht sagen, aber öfters in sehr strengen Fällen war er immer in meiner Seite. So, und wieso können Sie es nicht sagen? War es so ein schlimmer Konflikt? War ein schlimmer Konflikt. Und er hat Ihnen geholfen? Sehr sogar. Ja, also, ich danke Ihnen sogar dafür. Ja, also wie hat immer vermittelt zwischen beiden Parteien. Richtig. Ja, so dass Sie auch nicht, weiß ich, zu Gericht gehen mussten. Braucht man nicht. Ja. Also er hat das. Er regelt das alles in einem. Hier in Berlin kenne ich keinen anderen, den ich mehr vertraue. Auch nicht einen Polizisten? Niemals. Oh ja. Ja, ach so. Ich rufe ihn erst, bevor ich Polizei rufe. Ja. Da fühle ich mich sicher aufgehoben. Kein Vertrauen in Polizei und Justiz? Richter Dr. Schromeck sieht mit Argwohn die Tätigkeit sogenannter Friedensrichter. Seine Erfahrung? Clans zahlen hohe Summen, damit Zeugen ihre Aussage zurückziehen. Die Schlichter behaupten, sie hätten schon alles geregelt. Prozesse platzen. Er erzählt ein Beispiel. Wildwest in Bremen. Eine Schießerei in der Bremer Innenstadt. Es war eine Verfolgungsfahrt zwischen zwei PKWs. Aus dem verfolgenden Fahrzeug ist auf das Vorausfahrende geschossen worden. Aus dem vorausfahrenden Fahrzeug ist zurückgeschossen worden. Dann haben sich die beteiligten Clans geeinigt. Und niemand ist wegen dieses Vorwurfs strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen worden von der Bremer Justiz. Wenn ich die beteiligten Kreise die Erfahrungen machen lasse, dass sie sich durchsetzen können mit so etwas, dass sie damit durchkommen, dass sie mit diesen Abreden Straffreiheit, selbst bei der Begehung schwerster Straftaten, dann werden sie es wieder tun. Erfüllt Sie das mit Sorge, dass es immer mehr solche Versuche der Paralleljustiz gibt? Ja, das erfüllt mich durchaus mit großer Sorge. Denn in unserem Recht, das in unseren Parlamenten verabschiedet worden ist, drücken sich die Wertvorstellungen unserer Gesellschaft aus, die wir alle gemeinsam miteinander vereinbart haben und auch durchsetzen wollen. In Deutschland gilt deutsches Recht und nichts anderes, und zwar für alle. Gibt es Beispiele, von denen wir lernen können? Viele deutsche Politiker pilgern derzeit in das Einwanderungsland Kanada auf der Suche nach Lösungen. Das Einwanderungsgesetz beruht auf einem Punktesystem. Ausbildung, Alter, Beruf und Sprachkenntnisse werden bewertet. Erst ab einer bestimmten Punktzahl haben Einwanderer und Asylsuchende eine Chance. In jeder kanadischen Stadt gibt es Welcome Center. 250.000 Einwanderer und 30.000 Asylsuchende kamen 2014 nach Kanada. Eine Betreuerin kümmert sich um ein junges iranisches Paar. Sie sind erst seit 2 Wochen im Land, haben immer noch Angst, wollen nicht erkannt werden. Die Patin ist selbst vor vielen Jahren in Kanada eingewandert, spricht die Heimatsprache der jungen Leute und führt sie in das Leben in ihrer neuen Heimat ein.
Wir sind vom Iran in die Türkei geflüchtet. Wie, will ich nicht sagen. Dort haben wir uns beim Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen gemeldet. Sie haben uns auf eine Liste gesetzt und wir wurden in die kanadische Botschaft in Istanbul eingeladen und interviewt. Dann bekamen wir ein Flugticket. Wir sind konvertiert vom Islam zum Christentum und das wird im Iran mit dem Tod bestraft. Ja, wir sind Christen. Jetzt muss ich kein Kopftuch mehr tragen. Wir sind endlich frei und glücklich. Nach der Odyssee, die sie hinter sich haben, wohnen sie jetzt einen Monat im Welcome Center. Dann bekommen sie eine Wohnung. Es gibt keine Massenunterkünfte, allerdings auch keine ungeregelte Masseneinwanderung wie in Deutschland. Die Betreuerin steht ihnen Tag und Nacht zur Seite. Ich bin Fallmanagerin im Willkommenshaus. Gleich nach ihrer Ankunft bekam ich den Fall zugeteilt und seitdem betreue ich die beiden für ein Jahr. Carmen ist eine der vielen ehrenamtlichen Paten. Ohne sie würde das System nicht funktionieren. Sie zeigt Neuankömmlingen alltägliche Dinge. Wie man U-Bahn fährt, das Ampeln, den Straßenverkehr regeln, wo man Lebensmittel kauft und auch, wie man Geld abhebt. Ihre Schützlinge sind Einwanderer aus der ganzen Welt. Wie alle müssen die jungen Iraner sofort Englisch lernen und bekommen auch Unterricht in Verfassungskunde. Was sind Ihre Pflichten, wenn Sie kanadischer Staatsbürger werden wollen? Wir müssen die Gesetze befolgen. Ja, richtig, Sie müssen die Gesetze befolgen. Die Neuen begreifen schnell. Kanada ist ein tolerantes Land, aber es gibt Grenzen. Zweimal pro Woche lernen die Neuankömmlinge Landeskunde und Geschichte. Sie sollen sich in die Gesellschaft einbringen können. Sie lernen unsere Verfassung kennen, dass sie die Gesetze befolgen und auch, dass sie als kanadische Staatsbürger Pflichten, aber auch Rechte und Freiheiten haben. Auch in Kanada wohnen viele Einwanderer in ihren Vierteln. Oft hat man das Gefühl, man sei eher in Karachi, Bombay oder Shanghai. Aber wo sind hier die Grenzen der Toleranz, wenn Einwanderer die Traditionen ihres Heimatlandes über die kanadische Verfassung stellen? Das will ich vom Einwanderungsminister wissen. Es kann keinen Kompromiss geben, was die Einhaltung unserer Gesetze angeht. Polygamie, also eine Ehe mit mehreren Partnern, Zwangsehen, Verheiratung Minderjähriger, Gewalt im Namen der Ehre sind in Kanada illegal. Wir senden das auch als klare Botschaft an Neuankömmlinge. Auch häusliche Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist absolut inakzeptabel. Wie konsequent schicken Sie Menschen zurück in Ihr Heimatland, wenn Sie die Verfassung missachten? Ganz klar, dann schicken wir Leute weg aus Kanada. Nicht sehr viele, aber etwa 5.000 bis 10.000 Menschen jedes Jahr. Die Aufnahmezeremonie für Neubürger ist feierlich. Ihnen wird vermittelt, es ist etwas Besonderes, Kanadier zu werden. Und sie schwören, ihre Verpflichtungen gegenüber ihrem neuen Land zu erfüllen. Den neuen Staatsbürgern wird gezeigt, dass sie willkommen sind. Kanada sucht sich seine Neubürger gezielt aus, anders als Deutschland. Das macht vieles einfacher. Doch auch die Bundesrepublik könnte Einwanderern klarer aufzeigen, dass sie Rechte und Pflichten haben. Die Grenze der Toleranz ist das Grundgesetz.